Willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster Versprachlichung. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man Punkte in ein kartesisches Koordinatensystem einzeichnet. Das haben wir ja schon in den letzten Videos gelernt. Und unser Ziel für dieses Video ist es, die Bedingung, die uns eine Geradengleichung vorgibt, in Worten zu formulieren. Das heißt, wir wollen in Worten erklären, welche Punkte Lösungen für eine bestimmte Geradengleichung sind. Und hierfür haben wir folgendes Beispiel gegeben. Hier steht, beschreibe in Worten, welche Zahlenpaare x und y Lösungen der gegebenen Gleichung sind. Stelle die Lösung in der Zahlenebene grafisch dar. Wir haben hier die Gleichung gegeben, x ist gleich y, und unsere erste Aufgabe ist es, jene Punkte, die Lösung dieser Geradengleichung sind, in das Koordinatensystem einzuzeichnen. Versuch das zunächst wieder alleine und pausiere dazu bitte das Video. Gut, also wir wollen jene Punkte einzeichnen, die eine Lösung dieser Geradengleichung sind. Ja, die Gleichung schreibt uns, also die Bedingung, die uns diese Gleichung vorgibt, ist, dass x und y denselben Wert haben sollen. Das heißt, ein gültiger Punkt wäre zum Beispiel der Punkt 0, 0, also wo die x-Koordinate 0 ist und die y-Koordinate 0 ist. Oder eine andere gültige Lösung wäre der Punkt 1, 1 oder 2, 2 und so weiter. Das heißt, wenn wir die Punkte dann entsprechend einzeichnen, dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, welche Punkte sind nun die Lösungen dieser Geradengleichung? Und zwar, es sind jene Punkte, bei denen die y-Koordinate und die x-Koordinate genau denselben Wert haben. Das heißt, 1, 1, 2, 2, 3, 3 und so weiter. Oder minus 1, minus 1, minus 2, minus 2, minus 3, minus 3. Das sind, all diese Punkte sind Lösungen der Geradengleichung x ist gleich y. Wir haben hier noch weitere Beispiele gegeben. Die nächste Geradengleichung hier ist x ist gleich minus y. Versuch zunächst wieder selbstständig die Punkte, die Lösung, eine Lösung dieser Geradengleichung sind, in das Koordinatensystem einzuzeichnen und pausiere dazu erneut das Video. Gut, welche Punkte sind nun Lösungen dieser Geradengleichung? Und zwar jene Punkte, bei denen x genau minus y ist. Das heißt zum Beispiel, wenn wir ein konkretes Beispiel nehmen, wenn die x-Koordinate 1 wäre, dann müsste die y-Koordinate minus 1 sein. Oder wenn die x-Koordinate 2 wäre, dann müsste die y-Koordinate minus 2 sein. Das heißt, wenn wir nun die Punkte hier wieder einzeichnen, dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, Lösungen unserer Geradengleichung sind all jene Punkte, bei denen sich die x-Koordinate und die y-Koordinate nur genau im Vorzeichen unterscheiden. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir hier für die x-Koordinate minus 1 haben, dann haben wir für die y-Koordinate 1. Oder wenn wir für die x-Koordinate 1 haben, dann haben wir für die y-Koordinate minus 1. Das heißt, die Koordinaten unterscheiden sich nur im Vorzeichen. Für das nächste Beispiel haben wir die Geradengleichung y ist gleich 2. Hier gibt es auch wieder Punkte, die Lösungen dieser Geradengleichung sind. Und die sollen wir auch wieder hier einzeichnen. Versuch das zunächst wieder alleine und pausiere dazu das Video. Gut. Also welche Punkte sind Lösungen dieser Geradengleichung? Und zwar hier steht, y ist gleich 2. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass der Punkt 0, 2, also wo die x-Koordinate 0 ist und die y-Koordinate 2, hier eine Lösung sein muss. Denn wenn wir für die y-Koordinate 2 einsetzen, dann stimmt ja die Gleichung. Das heißt auch der Punkt 1, 2, also wo die x-Koordinate 1 ist und die y-Koordinate 2, müsste eine Lösung sein. Denn wenn wir für die y-Koordinate 2 einsetzen, stimmt die Gleichung. Oder der Punkt 3, 2 oder der Punkt 4, 2. Du erkennst hier vielleicht schon ein Muster. Und zwar alle Punkte, die als y-Koordinate 2 haben, sind eine Lösung dieser Geradengleichung. Das ist genau hier,
die Punkte, die all diese Punkte, die auf dieser Geraden hier liegen, bei denen ist der y-Wert gleich 2. Das heißt, das sind alles Lösungen von dieser Gleichung hier. Ein weiteres Beispiel haben wir noch, und zwar die Geradengleichung x ist gleich 4. Versucht zunächst wieder alleine die Punkte, die Lösungen dieser Geradengleichung sind, hier einzuzeichnen und pausiere dazu erneut das Video. Gut, also welche Punkte sind nun Lösungen von dieser Geradengleichung? Und zwar, wenn wir hier als x-Koordinate 4 haben, dann haben wir eine Lösung. Das heißt, wenn wir hier bei der x-Koordinate 4 sind, dann ist der Punkt eine Lösung der Geradengleichung. Das heißt zum Beispiel, also 4, 0 wäre eine Lösung. Oder x-Koordinate 4 und y-Koordinate 1 wäre eine Lösung. Oder x-Koordinate 4 und y-Koordinate 2 wäre eine Lösung. Denn für all diese Punkte, wenn wir die x-Koordinate in die Gleichung einsetzen, dann stimmt sie. Das heißt, wenn wir nun die Punkte einzeichnen, dann sieht das Ganze so aus. Und das heißt, in Worten formuliert, sind all jene Punkte Lösung dieser Geradengleichung, bei denen die x-Koordinate 4 ist. In diesem Beispiel, wie auch in all den vorigen drei Beispielen, habe ich hier immer nur jene Punkte eingezeichnet, die genau am Gitternetz hier liegen. Das heißt, jene Punkte mit ganzzahligen Zahlen. Tatsächlich sind aber auch alle Punkte hier dazwischen natürlich Lösungen unserer Geradengleichung. Das heißt, alle Punkte, die hier auf dieser Geraden liegen, sind eine gültige Lösung. Denn wenn ich die x-Koordinate 4 einsetze, stimmt auch die Gleichung. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.